Hallo Leute und willkommen zurück zu Angelas Highschool Reunion. Wir machen weiter mit Level 7. Stelle das perfekte Kleid für Chloe her. Ja, das mache ich doch gerne. Kann ich mir irgendwas leisten? Ja, kann ich sogar. Super. Kaufe diesen Artikel, um Victoria als die Unterhalterin in diesem Kapitel freizuschalten. Ja, okay. Würde ich sagen, dann kaufen wir das doch. Das wäre geklärt. Wusstest du, dass ich beinahe Ballkönigin war? Wirklich? Es wäre so schön gewesen. Zu schade, dass du nicht noch einmal zum Abschlussball gehen kannst. Vielleicht würden dir als Ballkönigin ja ein paar Inspirationen für diese neuen Entwürfe zufliegen. Aber natürlich organisieren wir eine Party, auf der wir anlässlich unseres ganz eigenen Klassentreffens eine Wahl zur Ballkönigin veranstalten. Ach du meine Güte, ein Klassentreffen? Ich liebe diese Idee. Genau, wir werden Ballkönigin auf unserem eigenen Klassentreffen. Wie toll wäre das wohl? Ballkönigin? Oh ja, endlich. Aber warte, was ist mit Janet? Oder Janet? Alles okay? Nie besser. Meine Mutter treibt mich zu Hause in den Wahnsinn. Könnte ich vielleicht ein wenig hierbleiben? Meine Schicht fängt in einer Minute an. Ich könnte helfen. Ich kann gut mit Menschen umgehen. Fantastisch. Ich habe tolle Stoffe für dein neues Abschlussballkleid, die deiner Mutter bestimmt gefallen werden. Okay, entwerfe Chloes Kleid. Alles klar. Das ist halt so ein Ding, ja, was wir bis 100% durchziehen. Klicke auf den Entertainer. Okay, das wissen wir. Pass auf, dann geh auf jeden Fall, hallo, geh auf jeden Fall mal bitte dahin. Und ich klicke es weg, weil ich sage, ja, ja, das wissen wir, ja. Aber doch, so scheint es zu funktionieren. So, 1, 2, 3 davon für dich, bitteschön. Oh, die beiden Herren, 1, 2, 3 und 1, 2, 3. So, das ist dann für dich. Dann müssen wir auf jeden Fall erstmal aufräumen. Und dann... Achso, das macht... Ah, 1, 2, 3, alles klar, das macht die Chloe. Gut, gut. Gut zu wissen. So, bringe ich dir erstmal den ganzen Kram, dann kann Chloe da vorne noch aufräumen und ich mache ein bisschen am Kleid weiter. Und ja, Leute, das Spiel ist heute offiziell auch bei Steam rausgekommen. Hallo, Karl. Also, wenn ihr euch das holen möchtet, dann schaut in die Videobeschreibung. Oh Gott, Kaffee. Schaut in die Videobeschreibung oder schaut einfach mal bei Steam. Da bekommt ihr das Spiel jetzt für, ich glaube, 9 Euro irgendwas. Hat im Moment noch 25% Rabatt. Von daher, wenn ihr das haben möchtet, dann schaut da auf jeden Fall mal nach. So, du bekommst den Kaffee, bitteschön. Du bekommst das Parfüm. Dann wird hier noch aufgeräumt und dann wird auf jeden Fall hier abkassiert. Und dann würde ich ganz gerne hier unten noch ein bisschen weitermachen. 1400, alles klar. Ach, ich muss auch Kleider nähen, ne? Sehe ich gerade. Ja, pass auf, würde ich sagen, machen wir das hier einmal oder vielleicht auch zweimal. Na komm, machen wir noch ein zweites Mal. Du bekommst dann einmal die hier und die hier, bitteschön. Du nimmst wahrscheinlich das Parfüm oder die Sonnenbrille. Nee, doch nicht. Tasche und 1, 2, 3 davon. Bitteschön. So, Victoria, du kannst mal hier hingehen, die nette Dame da ein bisschen aufheitern. Hier wird aufgeräumt, hier wird abkassiert und dann muss ich das auf jeden Fall noch durchziehen, ein bisschen hier. So, 62%, ach ja, Kleider haben wir, davon 4, davon 2, davon auch 2. Chloe, du kannst aufräumen und ich werde mal eben ganz fix abkassieren. So, dann machen wir hier noch weiter. Victoria, du kannst dahin gehen. Ach, es geht erst, wenn sie sich entschieden hat, ne? Ich glaube, das ist das Problem. So, die Tasche nehmen wir mit, das Kleid nehmen wir mit, bitteschön. Und dann sind wir hier schon bei 96%, ach super, 1, 2, 3 davon. Und einmal die Schuhe, bitteschön. Kann Victoria noch dahin gehen? Bringt das doch was? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kann Chloe jetzt hier aufräumen. Wir ziehen das eben durch, genau. Und warten jetzt, bis die hier fertig sind. Ja, genau. Dann können wir da nämlich zusammen abkassieren und bringen dir das Kleid. Und du bekommst dann einmal die Tasche. So, dann könnten wir vielleicht gleich nochmal das blaue Kleid herstellen. Ach Mist, ich hätte kassieren sollen, ne? Ja, passt auf, mache ich die beiden jetzt zusammen. Hier wird aufgeräumt. Dann sind die Schuhe erstmal für dich. Und dann fülle ich da unten auch direkt nochmal auf. Muss ich sogar. So, dann haben wir einmal die bunten Socken und einmal die roten Schuhe, bitteschön. Und da kommt wieder der nette Herr. Was möchte er? Eine Tasche und einmal die Sonnenbrille, bitteschön. So, Level zu Ende. Ich denke aber, das bekommen wir noch hin, oder? Die hier einmal. 1, 2, 3 für dich, bitteschön. So, aufräumen, nicht vergessen. Chloe, Chloe, räum schnell auf, damit ich die Punkte noch bekomme. Juhu! Und, wie fandest du es? Es ist wunderschön. Es sieht wunderschön aus. Ich liebe es. Wunderbar. Ich habe jetzt leider einen Termin, aber warum zeigst du deiner Mutter nicht einfach noch einmal das Kleid? Das werde ich. Vielen Dank. Ich finde es da oben trotzdem schöner, muss ich sagen.
okay, ich muss euch etwas fragen. Wie fändet ihr es, wenn ich ein Klassentreffen für die Snuggford High School plane? Jetzt schon ein Klassentreffen? Wow, ich fühle mich alt. Ich weiß nicht so recht, ob das eine gute Idee ist. Ach, kommt schon. Wollt ihr nicht auch wissen, was aus all den Jungs geworden ist, in die ihr damals heimlich verliebt wart? Ja, so wie Jennys Ex, wie hieß er noch, der Streber, der Vorsitzende des Filmclubs war. Oder Mr. Stevenson, der Mathelehrer, in den du so verliebt warst. Kein Wunder, dass du in Mathe nur Einsen bekommen hast. Hey, ich habe hart dafür gearbeitet. Und zugegeben, ein bisschen flirten hat auch nicht geschadet. Großartig, dann ist es abgemacht. Ich werde das Klassentreffen planen. Okay, so ganz spontan einfach mal dazu entschieden. Aber gut, so, was kommt als nächstes? Keine Prüfung, sondern Level 8. Zeit, das Klassentreffen zu organisieren. Hilf Angela, ihre alten Klassenkameraden einzuladen. So, 250 bedeutet, wir können uns nichts leisten. Schwamm drüber. Was denkst du? Hört sich ein Klassentreffen nicht nach super viel Spaß an? Definitiv nicht für mich. Ich bin froh, dass das Kapitel abgeschlossen ist. Außerdem finden diese Art von Treffen meistens nur die Leute toll, die einfach gerne im Mittelpunkt stehen. Das habe ich auch gesagt. Was glauben die, wer sie sind? Wer würde denn überhaupt mein Date sein? Matt, darf ich dich etwas fragen? Oh, oh. Ist das das Gefürchtete, wie stellst du dir unsere Zukunft vor? Nein, auf jeden Fall jetzt noch nicht. Nein, ich frage mich, was aus dir und Janet nach der Highschool geworden ist. Nicht viel. Sie ist weggegangen und hat sich ein neues Leben am anderen Ende der Welt aufgebaut. Kurz danach ist dann auch der Kontakt endgültig abgebrochen. Perfekt! Selbst wenn sie vom Klassentreffen hören würde, würde sie es nicht schaffen, rechtzeitig hier zu sein. Ich kann es nicht glauben, was ich da höre. Es wäre falsch, sie nicht einzuladen. Als ob sie das interessieren würde. Sie hat ja nicht ohne Grund ihr Leben hier aufgegeben. Es wird aber nicht ohne Grund ein Klassentreffen genannt. Die Leute sollen sich wieder treffen können und damit meine ich jeden. Nein, ich habe sie nicht mehr gesehen seit dem letzten Mal, dass ich Keith gesehen habe. Wir sind schon ein tolles Brüderpaar, nicht wahr? Was? Was ist zur Hölle? Also manchmal muss ich sagen, dass bei den Angela-Teilen fällt mir das am meisten auf, also bei dem Teil davor auch, dass die Dialoge so unfassbar doof teilweise sind. Also ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beschreiben. Hey Susan, ich organisiere ein Klassentreffen. Die Zeit läuft weiter. Susan, du kennst mich mal. Es tut mir leid. Damit meine ich nicht meine Freundin Susan, sondern diese Susan hier. Aber wenn die Zeit weiterläuft, dann ganz ehrlich lese ich das ganz bestimmt nicht. Alexa wird noch eingeladen. Okay. Ja, nee, was ich sagen wollte. Die Dialoge, das ist manchmal so... Aber ich weiß nicht, so ein totaler Quatsch, was die reden. Wir sind schon ein tolles Brüderpaar. So, was für ein Mist. So, ich habe Karl gehört. Der ist hier so verdammt leise, ne? Ich habe den irgendwo gehört, da ist er. Wow, mega gut versteckt. So, 1, 2, 3. Ist ein bisschen stressig hier, kann es sein. Aber gut, kennen wir ja mittlerweile. So, Ellie wird auch noch eingeladen, natürlich. Dann 1, 2, 3 davon. Und einmal die blaue Tasche. So, und jetzt klingelt gleich hoffentlich zum letzten Mal das Telefon. Ja, genau. Und, wer ist es? Oh, Nicole. Okay, so, abkassieren nicht vergessen. Dann einmal den Kaffee. Ich weiß, sie wartet da schon ziemlich lange auf ihr Kleid, ne? Das tut mir auch sehr leid. So, dann noch einmal die Sonnenbrille, das ist dann für euch. Ja, ich weiß nicht. Also ich hoffe wirklich, dass es noch ein kleines bisschen besser wird, dieses Spiel. Denn bis jetzt ist das auch nicht so mein Ding. Dieses, es ist einfach girlyhaft, ne? Ich weiß nicht. Ich hoffe echt, dass dann in der Highschool... Angela, gehst du bitte dahin? Ich hoffe dann echt, dass in der Highschool ja noch irgendwas Cooles passiert mit Matt und Janet und Keith, weil die sind ja ein so cooles Brüderpaar. Victoria, gehst du bitte dahin? So, ich muss auf jeden Fall gleich noch das Kleid hier ein paar Mal herstellen. Chloe, du kannst aufräumen. Sag mal, hat die Angela hier wieder ein Problem, was das Klicken angeht? Kann das sein? So, das hier werde ich mir eben kurz nähen. Dann bekommst du 1, 2, 3 davon und einmal Parfüm dazu. Und dir bringe ich dann noch die Tasche. Haben wir eine Dreier-Kombo. Und sie ist auch langsam, ne? Habe ich das Gefühl. Aber gut, ich will mich nicht beschweren, weil Stern Nummer 1 haben wir. So, Schuhe muss ich auf jeden Fall auffüllen. Und, was möchtet ihr zwei Hübschen? Einmal Sonnenbrille und einmal die helle Tasche. So, dann kann ich in der Zwischenzeit, ich glaube, ich nehme mal eben zwei Kleider oder so. Das dürfte hoffentlich schon okay sein. So, dann ist für dich einmal das Armband.
So, Stern Nummer 2 haben wir auch und dann werden wir auch gleich Stern Nummer 3 bekommen. 1, 2, 3 davon und einmal das Parfüm, bitte schön. So, ich denke, an Kleidern reicht das, ne? Das hier zweimal, das ist bestimmt schon in Ordnung so, dass ich jetzt nichts mehr nehmen muss. Ja, ja, dich möchte ich gerade gar nicht nutzen. Ich weiß nicht, warum du mir da angezeigt wirst. Victoria, läufst du bitte ein bisschen schneller, Angel? 1, 2, 3. So, das ist für dich 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Das ist dann für dich. Dann machen wir da noch eine Kombo und dann sollten wir es doch haben. Wenn Chloe jetzt noch hier ganz fix aufräumt. Ja, ich weiß nicht, warum der Pfeil immer noch auf Victoria zeigt. Ich habe keine Ahnung. Hey, Emily, hast du noch die Nummer von Josh Williams? Super, grüß Mama von mir. Tschüss, Em. Du hast wirklich eine echt tolle Schwester. Das ist sie, meistens. Nein, war nur Spaß, sie ist mein Ein und Alles. Aber manchmal hatte ich das Gefühl, dass sie der Liebling meiner Eltern war, weißt du? Kann ich nicht sagen, ich habe keine große Schwester. Aber jetzt hast du doch mich, oder? Okay. Seht ihr, sowas meine ich. Was ist das für ein Dialog? Jetzt hast du doch mich. Ach so, ja dann. So, nächste Prüfung. Im Laufe der Zeit wird das Tablett immer kleiner und kleiner. Okay. So, was macht das hier? Präsentiere Schmuckstücke in der Auslage, um die Kunden am Tresen zu beeindrucken. So erhältst du Bonuspunkte, wenn du ihnen ihre Produkte überreichst. Okay. So, ach, da liegen jetzt die Schmuckstücke. Alles klar. Und das bedeutet, ich kann die dann einfach hier hinlegen, oder wie? Oder ist das einfach nur so, dass die da liegen sollen? Ich habe keine Ahnung. So, das Kleid für dich, das Kleid für dich. Und 1, 2, 3 davon. Und 1, 2, 3, bitteschön. Das ist dann für dich, Victoria. Ich kann dich wahrscheinlich gleich hier hinschicken. So, dann einmal Schuhe und Socken. Dann sollte ich vielleicht hier eben abkassieren. Boah, Angela, du bist so lahm, ne? Was ist da los? So, das für euch, bitteschön. Ach, ich muss jetzt alleine aufräumen, alles klar. Gut, ist natürlich wieder sehr nett. Das ist richtig nett, finde ich super. 1, 2, 3 und 1, 2, 3, das ist dann für dich. So, dann wird hier zusammen abkassiert, dann wird hier mal eben aufgeräumt. Finde ich auch wieder ein bisschen, 1, 2, 3, ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, für 2000 Punkte, das hier alles so hinzubekommen. Aber okay. Jo, Karl habe ich gehört und gesehen. Also zweimal das Kleid für dich, das ist ganz fantastisch. Das bedeutet, Victoria geht erstmal dahin. So, also 1, 2, die sind dann für dich. Dann haben wir einmal 1, 2, 3 davon und einmal die helle Tasche, bitteschön. Und Victoria geht hier hin, dann schnappe ich mir dieses Kleid. So, dann bringst du es... Angela! Was war das? Was zur Hölle war das? Ich weiß es nicht. So, dann wird aufgeräumt, da muss ich auf jeden Fall gleich noch was nähen. Und dann kann ich die beiden aber mal zusammen abpassieren erst, ne? Cool. So, Victoria, dahin. Einmal Socken, einmal Schuhe, bitteschön. Und was wollte ich machen? Genau, ich wollte das blaue Kleid nochmal eben nähen. Hast du die Schuhe nicht? Ach so, natürlich, mein Tablett. Ja, ist okay, ist okay. 1, 2, 3, bitteschön, das ist dann für dich. Dann noch einmal die Sonnenbrille für dich, bitteschön. Hast du... Was war das jetzt? 1, 2, 3. Was war das jetzt, Angela? Ich weiß es nicht. So, die beiden kassiere ich jetzt zusammen ab. Dann kommt hier einmal dieses Kleid. Und danach bekommt ihr einmal dieses Kleid. So, dann muss ich hier vorne aufräumen. Muss ich die Schuhe auffüllen? Ja, könnte ich mir machen, ne? Brauchst du aber auch noch Parfüm. Oh Mann, ich müsste auch nähen, ne? Ich müsste auch... Ja, muss ich jetzt sogar. Natürlich. Okay, dann machen wir das. Ich lasse mich hier jetzt gar nicht stressen, wenn es nicht klappt, ne? Dann klappt es nicht. Dann ist mir das auch egal. Das habe ich mir geschworen, bei diesem Teil mich dann nicht irgendwie in Hektik versetzen zu lassen. Ja, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, ne? So, aber es klappt. Gehe ich mal stark von aus. Das hier ist dann für euch. Und dann bekommt ihr gleich noch einmal das hier dazu. So, dann werde ich auf jeden Fall hier erstmal aufräumen. Und dann ist das hier noch für dich, meine Liebe. So, dann haben wir es doch geschafft. Ihr seid jetzt auch fertig. Genau, dann räume ich doch mal eben fix hier vorne auf. So. Ja, was soll ich mit ihr? Was soll das immer mit dem Pfeil? So, und Level 9. Ich denke, kriegen wir es durch in dieser Folge. Ja, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall Level 9. Lass Angela ihr fantastisches Kleid für das Klassentreffen anprobieren. Okay. Nicht den Faden verlieren. Okay, bereit? Und?
Es ist trischig? Reicht trischig, um damit im Mittelpunkt meines Highschool-Klassentreffens zu stehen? Ich glaube schon, aber was weiß ich schon? Ich wäre noch nie auf so einem Ball. Es würde dir übrigens auch ganz ausgezeichnet stehen. Hey, warum fragst du nicht einfach deine Mutter, ob du mich zu meinem Klassentreffen begleiten kannst? Dann bekommst du schon einmal einen Eindruck von einem Abschlussball, ein bisschen auf jeden Fall. Und wenn du Glück hast, darfst du mir die Krone aufsetzen, nachdem ich zur Ehrenballkönigin gewählt wurde. Oh Gott, Leute, diese Dialoge, ich komme nicht drauf klar, ey, das ist... Deshalb kann ich das auch nicht lesen, vernünftig, weil es erstens so unfassbar dumm ist, zweitens ich mich immer auf die Stimmen einstellen muss. So, lass Angela ihr Kleid anprobieren, alles klar? Steht sie da. Und wisst ihr, was auch total merkwürdig ist, wenn man jetzt bedenkt, dass die Angela vielleicht so, ich würde mal sagen, um die 30 ist, also Ende 20, Anfang 30, würde ich jetzt mal so behaupten, dann ist die Janet logischerweise im gleichen Alter, wenn sie zusammen auf der Schule waren. Und wenn das tatsächlich die Mutter von der Chloe ist, dann finde ich das alles ein bisschen merkwürdig. Wie alt soll dann die Chloe sein? Also, ich weiß ja nicht, wenn es denn tatsächlich so ist, ne? Ich habe ja noch keine Ahnung. Aber dann ist das schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass sie die dann mit zum Abschlussball nimmt. Also, keine Ahnung, dann ist die ja... Ja, die wird ja dann so 16 oder so sein, ne? Hat die Janet mit 15 oder auch eben 16 ein Kind bekommen? Was ja okay ist, macht ja nichts. Karl, ich habe dich wieder gehört, aber du bist hier so verdammt leise, ne? 2, 3. Dass ich kaum zuordnen kann, aus welcher Ecke das kommt. So, da oben aufräumen, hier nochmal eben aufräumen und dann kann ich gleich mein Kleid weiter anprobieren. Und Victoria, du kannst dann eventuell dahin gehen. Dann mache ich hier erstmal noch ein bisschen weiter. Ach, wisst ihr was, ich ziehe das jetzt durch bis 100. 2, 3. So, das schnappen wir uns, das schnappen wir uns, das ist für euch. Du bekommst einmal das Parfüm. So, dann ist das hier für dich. Und dann hätte ich eigentlich abkassieren sollen, aber okay. So, dann machen wir das jetzt. Genau, dann haben wir die nämlich noch zusammen, können dann hier nochmal eben aufräumen. Und dann hoffe ich wirklich, dass gleich vielleicht nochmal der Karl kommt. Das wäre schön. So, du bekommst die Schuhe, hier räume ich eben auf und dann warte ich da noch auf die zweite Kundin. Ich habe ihn wieder gehört, da ist er. Da ist er. So, damit abkassiert, super. Hier kann ich nochmal eben aufräumen. Ich glaube, so viel Zeit muss sein. So, dann schnappe ich mir den Kaffee bzw. Espresso, denke ich mal. Und dann bekommst du noch die Tasche dazu, dann kassieren wir, dann wird aufgeräumt und Victoria kann gleich unten links hingehen. Denn ich habe die Befürchtung, ich muss Kleider nähen, aber nein, muss ich gar nicht. Angela, ich habe das schon hingeklickt, aber ist okay. 1, 2, 3. Ich glaube, das geht nicht so wirklich, wenn die Victoria davor steht. Was ich nicht verstehe, aber es ist okay. Weiß ich Bescheid. So, dann kann ich hier jetzt... Sag mal, was macht die? Seht ihr das? Ihr seht hoffentlich, dass ich das alles anklicke. Also ich hoffe, das ist euch bewusst. Und ihr seht es. Weil, ganz ehrlich, was soll da... Warum sind die Angela-Teile so? Ich mag die nicht. Mann. Das ärgert mich jetzt voll. Ich dachte, das hier wird total super und richtig gut. Aber es ist wieder das Modegedöns, ne? So, ich muss das Kleid auf jeden Fall nähen. Darf ich nicht vergessen. Also das Klicken und so, das Spiel an sich, das macht ja mega Bock. Aber ich weiß nicht, ich habe auch heute in den Kommentaren gelesen, dass da jemand geschrieben hat, irgendwie... Er, bzw. sie, keine Ahnung, wird mit der Angela-Reihe nicht so richtig warm, kann ich absolut nachvollziehen. Absolut. Also, geht mir ähnlich. So, ich muss aber eigentlich noch aufräumen, ne, für die extra Punkte. Komm, das machen wir. Sharp. So, das Level auch geschafft. Sehr schön. Amazing. Oh Gott. Oh Gott. So gut ist mein Französisch nicht mehr. Ich kann es nicht mehr lesen. Es tut mir leid. Ich will, dass du einen amerikanischen Abschlussball hast. Daher sprechen wir kein Französisch. Ich bin mir sicher, dass dir das neue Kleid gefallen wird, Mama. Und die Dame im Laden ist doch wirklich nett. Wusstest du, dass sie ein Highschool-Klassentreffen organisiert? Wer? Victoria?
Nein, die andere Dame, die mir beim Entwurf meines eigenen Abschlussballkleids geholfen hat. Warte mal, warst du nicht auf der Snackfort High? Ja, Liebes, warum fragst du? Ich glaube, das war auch ihre Schule. Euch werden die Gesprächsthemen sicher nicht ausgehen. Ihr Abschlussball war auch eine totale Katastrophe, genau wie deiner. Und mit dem Klassentreffen jetzt will sie alles wieder gerade biegen. Mama, wo willst du hin? Genug geredet, wir gehen jetzt einkaufen. Bei Victorias. Okay. Okay, okay, vor allem, auch witzig, ne? Sie will das wieder, sie macht das Klassentreffen, weil sie alles wieder gerade biegen will. Die will gar nichts gerade biegen, die Angel, was ist das denn? Die will gar nichts gerade biegen, die will Ballkönigin werden. Nicht den Faden verlieren. Das Level läuft so lange weiter, wie du die Punkte erzielst. Hole die Höchstpunktzahl, schlage deine Freunde und den Rest der Welt. Ach, so ein Endlos-Ding, oder wie? Wir können ja mal reinschauen. Wir können uns das Ganze mal angucken. Hole Punkte, damit das Level weiterläuft. 300. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Vor allem, wie komme ich auf 300? Das sind 30. 30.000. Und ich muss selber aufräumen? Ist das euer Ernst? Hallo Karl. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Schicht 1. Achso, Schicht... Moment. Schicht 1 haben wir zur Hälfte beendet, oder wie? Ich weiß es gerade noch nicht. Ich spiele jetzt einfach mal ein bisschen. Gucken, was hier so passiert. So, dann muss da unten auf jeden Fall aufgeräumt werden. Und dann kann ich hier aufgeräumt werden. Dann werde ich kassieren gehen. Also 30.000 für Stern Nummer 1. So, aufräumen. Jetzt sind keine Gäste mehr da. Okay, das bedeutet, ich habe kurz ein bisschen Zeit, um hier Kleider aufzuräumen. Schicht 2. Okay. So, das hier machen wir nochmal. Und dann schnappe ich mir das und das. So, das ist dann für dich. 1, 2, 3 für dich. Na gut, das ist ja dann wirklich fast endlos, ne? Ach, krass. So, einmal das hier und 1, 2, 3 für dich. Bitteschön. Ja, das dauert ewig, Leute. Und vor allem... Ich habe schon wieder Karl gehört. Da oben. Und vor allem... Ja, wie lange soll ich das jetzt spielen? Ich weiß ja nicht. So, die hier nehmen wir mit und dann nehmen wir einmal die Schuhe mit. Bitte schön. Dann bekommst du einmal das Armband. Bitte sehr. Dann wird kassiert, dann wird er abgeräumt. Cool. Cool. Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube nicht, dass ich das jetzt spielen möchte. Weiterhin. Also, ich muss es ja anscheinend nicht, ne? Zur Karte. Weil wisst ihr, wie ewig das dauert? Da kann ich eine Folge rausmachen. Gibt es denn... Ach, die gibt es in jedem Kapitel, okay. Ja, vielleicht ist das wieder so eine Sache, die ich komplett am Ende mache. Ja, oder wollt ihr euch anschauen, wie ich da vermutlich eine halbe Stunde oder so einfach nur das gleiche Level spiele? Ist doch auch öde, ne? Ich guck mal gerade auf die Uhr und dann würde ich sagen, es kommt bestimmt noch viel Story. Wir gucken mal eben hier rein. Angela Napoli, du hast das erste Level abgeschlossen. Ach so, okay. Janet Morgan, Jenny Garcia. Ach, wie cool. Was haben wir denn noch? Schuldirektor Morgan. Du hast 100 Kunden mit einem Herz bedient. Okay. Gut, Leute. Beim nächsten Mal schließen wir das Kapitel ab. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.